Ja, hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge in Ferelden. Wir sind wieder im Rassilienwald, eher gesagt im Territorium der Werwölfe und werden von lauter Baumbart verschnitten, angegriffen. Und ich bin natürlich wieder mal nicht alleine hier. Sagt mal Hallo. 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 So, wir haben da vorne eine große Eiche und falls euch jetzt wundert, wer jetzt wieder mit dabei ist, der Felix und der Boris von Svenf. Oder so, wir reden denn jetzt mal mit der großen Eiche. Hallo, was große Eiche. Ein Tier verschafft sich hier Raum und steht vor mir, dem alten Baum. Seht ihr das nicht? Ich bin ein Werwolf. Wuff, wuff. Werwolf, sagt ihr? Wie kann das sein? Ich kann den Fluch nicht spüren. Nicht in Mark, nicht in Bein. Ist es möglich, dass ihr lügt? Nee, echt? Es brächte euch nichts, wenn ihr mich betrügt. Weil dieser Wald vielleicht voller Gefahren steckt? Deshalb? Ihr habt recht. Das ist wahr. Bestien und Diebe sind eine Gefahr. Seid willkommen. Es ist wie im Traum. Ich bin die große Eiche. Der uralte Baum. Ah ja. Die Welt ist zweifellos voller wundervoller, überraschender Schöpfungen. Jeden Tag begegnen wir etwas, das wir nicht für möglich gehalten hätten. Wow. Die Zeit ist reichlich fortgeschritten. Dürfte ich um einen Gefallen euch bitten? So, jetzt kommt's. Ihr habt einen Gefallen erwähnt. Was meint ihr damit? Nur eine einzige Sache bringt mir Verdruss. Es ist nur ein Wunsch, der erfüllt werden muss. Es war eines Morgens. Ich lag noch im Traum. Da wurde meine Eichel geraubt. Ich glaubte es kaum. Und die hättet ihr gerne zurück, nicht wahr? Alles, was ich habe, ist allein meine Saat. Ohne sie bin ich verloren. Ich weiß keinen Rat. Ich kann sie nicht suchen. Ich bin hier nicht frei. Doch ohne sie ist mein Leben vorbei. Ich könnte sie nicht suchen. Was bekäme ich dafür? In meiner hölzernen Haut stecken Magie und Leben. Wenn ihr wünscht, könnte ich euch ein Stück davon geben. Und was nützt mir euer Holz? Der Wald würde einen Baum in euch sehen. So könntet ihr jegliche Gefahr überstehen. Wenn ich wollte, könnte ich mir euer Holz auch einfach nehmen, oder nicht? Nur mein Wille verleiht dem Holz Wert. Ihr würdet es vernichten mit eurem Schwert. Wieso plant ihr den Tod einer Eiche, wenn euch das nicht zum Vorteil gereiche? Gebt mir etwas von eurem Holz, oder ich brenne euch nieder. Ihr droht mir mit Feuer? Das bezahlt ihr mir teuer. Okay. Na? Und jetzt kommt der Kampf gegen die große Eiche. Yay. So. Für euch zur Info. Die Eiche wollte, dass wir die Eichel von der finden. die verloren. Was? Ja. Nicht dein Ernst, ne? Ja, wisst ihr jetzt, wieso ich die angreife? Weil das ist ein Pädophiler. Ich werde es tun. Ja, mach sie klar, Alter. Das geht gar nicht. So. Frostwaffen, bitte. Danke. Echt? Eichel-Loser. Hast du die Eichel? So. Weiter. Mach sie fertig. Vorsicht. Der Blitz. Jetzt findest genau. Dein Ende. Ja.
Und jetzt bin ich wieder eingeknurrt. Sehr schön. Eingeknurrt. In den Baum? Und das alles ging nur mit Knorfix. Scheiße, du musst da raus. Mach die dann, Mann. Mann. Und tot ist die Eiche. Die Eichel? Die Eiche. Ach, die Eiche. Ja, die Eiche. Ja, die große Eiche. Eiche. Quest aktualisiert. So, was steht denn da in der Frage? Der wollte aber von dir, dass du was findest. Also, er hat die Quest angeboten, aber du hast das Ding angegriffen. Aus bekannten Gründen. Ja. So, also, ich wollte es mir hier einfach nur etwas erschweren wegen den EPs. So, du hast den als die große Eiche bekannten Waldgeist vernichtet. Welche Information er auch gehabt haben mag. Sie sind ihm mit ihm gestorben. So, ja, der hätte uns. Du Idiot! Warum hast du das getan? Aber wirklich. Hätten wir ihn angegriffen, also wir hätten ihn so oder so angreifen können. Oh, und ein Zelt, ein Schlafplatz und eine Feuerstelle. Die gucken wir uns doch mal an. Das Lager sieht völlig intakt aus. Zelte und Schlafstellen sind voller Blätter, aber trocken und unbeschädigt. Ja, sehr gruselig sogar. Die Feuerstelle. Da dampft noch der Kaffee, guck mal. Ja, irgendwie passend so. Die Feuerstelle raucht und hat noch genug Glut, um ein kleines Feuer anzufachen. Es gibt keinerlei Anzeichen für irgendwelche Bewohner. Das ist seltsam. Ja, das System will nur, dass du ein Feuer anfachst. Pass bloß auf. Ja. Mach es sehr, sehr behutsam. Also, mach ein Feuer, aber... Leute, Zwischensequenz. Okay. Sorry. Ihr habt vermutlich recht. Haltet die Augen offen. Du spürst keine Gefahr, obwohl dir dieses verlassene Lager seltsam vorkommt. Eine Durchsuchung würde vielleicht nähere Erkenntnis bringen. Weiter. So, denn das Zelt. Und? Du wirfst einen Blick in das Zelt und bist überrascht, wie trocken und behaglich es wirkt. Es ist sauber und leer. Ein wirklich angenehmer Ort, um sich etwas Ruhe zu gönnen. Weiter. Das hier stammt nicht hinlegen. Von den elfischen Jägern. Wie merkwürdig. Zwischensequenz. Und doch wirkt alles so freundlich. Entschuldigung. Ich möchte einfach nur hier bleiben. Nein, wir dürfen hier nicht schlafen. Wir müssen gehen. Du musst all deine Kraft aufbringen, um vom Zelt zurückzutreten. Trotz seiner Anstrengungen, ihr zu widerstehen, überkommt dich eine Welle der Müdigkeit. Yay, so. So, das Zelt hatten wir gerade. Jetzt kommt die Feuerstelle. Du untersuchst die Feuerstelle. Es ist höchstens ein paar Stunden her, dass sich jemand darum gekümmert hat. Die Glut zieht dich nahezu hypnotisch an. Das Licht dieses Feuers, es ist so hübsch. Dieses Flackern, die angenehme Wärme, so behaglich. Ich wünschte, ich könnte mich einfach hinlegen und... Halt! Wir müssen hier weg! Sofort! Die Flammen geben plötzlich eine enorme Wärme ab und entziehen dir noch mehr Kraft. Du wendest dich ab, um die Kälte kriecht wieder in deine Knochen. Du bist erschöpft. So, wir hatten das Zelt, wir hatten die Feuerstelle. Jetzt kommt die Schlafstelle. Du untersuchst die Schlafstelle, sie wirkt sauber und warm. Du hast das Gefühl, als hättest du seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen. Es wäre so angenehm, es sich hier gemütlich zu machen und ein bisschen Ruhe zu finden. Ich spüre Magie. Sie entzieht mir die Kraft. Wir müssen hier weg, und zwar schnell. Ich glaube, es wäre ein Fehler, hier zu schlafen. Wir sollten gehen. Du wendest dich von der Schlafstelle ab, wenn auch nur ungern. Die Verlockung des Schlafes ist nahezu übermächtig. So, und jetzt? Okay, das Ganze denn jetzt nochmal? Weil hier können wir ein Event triggern, also ja, abzuwenden. So, bla bla. So, was ist damit? Tanzen voll. Einen Blick an. Und du siehst schnell weg, okay. Das war das. Das Geräusch gefällt mir nicht so ganz. Und die Schlafstelle. Schlafstelle zwingt dich fast einzuschlafen, du fändest dich schnell ab.
Okay, so viel dazu. Dann gehen wir mal wieder weg. Oder auch nicht. Als du dich umdrehst, um zu gehen, werden deine Schritte bleiern. Erschöpfung fährt in deine Glieder und du gähnst. Es war eine lange Reise. Man sollte hier eine Pause einlegen. Okay, so viel zu dieser Falle. Vielleicht wollen wir zu hastig wieder weg. Ich bin zu alt, um ständig herumzurennen. Das Lager sieht nach einem guten Ruheplatz aus. Wir müssen nur wachsam sein. Junge, ihr könnt euch auch euren Senf dazu abgeben. Das dürfen wir jetzt? Ich dachte, ja, das ist eine Zwischensequenz. Ja, wir sollten das Lager benutzen. Wir müssen schlafen. Nein, ihr habt recht. Es fällt so schwer, klar zu denken. Bekämpfen wir es nicht, drehen wir uns um. Mal sehen, was passiert. Vielleicht... Ich widerstehe, geh zurück zu den Zelten, wo du zusammenbrichst und einen tiefen Schlaf versinkst. Weiter. So, wo habe ich denn jetzt die Massenwiederbelebung? Mann, ey, ich hätte... Du hättest da gar nicht hingehen dürfen, Alter. Das ist für eine Quest. Was? Das ist für eine Quest? Du musst da durch, damit du weiterkommst, oder wie? Ja. Du hättest da weggehen sollen. Du hättest einfach weggehen sollen. Ja. Verjüngen? Nein. Regeneration? Jetzt mach es nicht noch schlimmer. Wodurch diese? Nein. Da haben wir es doch. Wiederbelebung. So, den ersten. Vorsicht. So. Boris, du machst mich ganz nervös. Ein Hüpf macht mich nervös. Ich weiß gar nicht, was da ist. Ich sehe ja nichts. Aber ich habe voll Schiss um Chris. Schiss um Chris. Das ist ein guter Name für die Folge. Irgendwie. Also für diesen Teil hier. Die wir gerade machen. Ja, und wo sind wir diesmal drin? In der Falle eines höheren Schattens. Ein Dämon. A.K.A. Nein. So, nach der Zerstörung des Geistes verzieht sich der Nebel. Das Lager hier ist kalt und die Überreste der bisherigen Opfer liegen alle da, als würden sie schlafen. Wie lange war dieser Geist wohl schon hier? Du hast gesiegt? Und wie viele wurden seine Opfer? Ich darf gar nicht das... Sehr gut. Ja, ich habe gesiegt. Und eigentlich... Leute, warum streckt ihr die Waffen aus? Wir haben gesiegt. Ein Knochenberg mit Delishandschuhen. Sehr schön. So. Der höhere Schatten hat was für uns? Verletzungsausrüstung. Sehr schön. So, noch besser. Ein Knochenberg mit einer Axt. Rote Stahl? Nein, aus normalen Stahl. Starker Wundenschlag, Ring der Abenddämmerung und Delish Hirschlederhandschuhe. Yay. Die können wir denn auf einen Ball tragen? Wie ihr meint. Und Geld. Geld. Silbermünzen wieder. Nee, Geld. Wie Geld? Gold. 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 Ein sehenswürdiger Baum. Könnten wir hier jetzt... Ein sehenswürdiger Baum mal hier... Ein sehenswürdiger ja, Baum. Ein beeindruckende Sehenswürdigkeit, die bla 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 bla. So. Hier könnten wir unseren Wauzi ausführen, der den Baum dann anpinkelt und ihn denn, ja, wie soll ich sagen? Dein was? Wauzi will er rausholen. Wauzi. Ich hab's gehört, ja, aber ich kann's nicht glauben. Ihr wisst jetzt nicht, was ich mit Wauzi meine, oder? Nicht so wirklich. Vielleicht, aber. Was meine ich denn? Was für ein Tier benennt man denn als Wauzi? Ich weiß nicht, was du Eichel? Wauzi nennst. Man könnte ihn auch Bello oder Fido nennen. Du hast einen Hund dabei die ganze Zeit? Nein, ich habe einen Hund in der Gruppe, der denn im Lager ist, weil der ist mir nicht wirklich zunütze. Aber den kannst du jetzt holen. Und jetzt wird gespeichert. Ja, den könnte ich dann ab und an holen, aber nicht immer. Und ein paar Werwölfe. Ach, schon und ein, wieder. Ja. Ja, was denkt ihr denn? Erledigt. Naja, vielleicht kommt da noch ein Freund. So, Win auf den Alpha-Werwolf und dann die eisige Umarmung. Na komm schon. Sehr schön. Okay, warum hat der Wolf jetzt angefangen zu brennen? Ich hab den doch gar nicht angezündet.
vielleicht, weil die Sonne aufgegangen ist? Gut gemacht. Puh. Ah, das ist gut. Das ist ganz schön viel Blut. Nein, die Sonne ist nicht aufge... Vampir-Werwolf. Vampir-Werwolf, wir sind hier nicht im Twilight. Eine Geisterscherbe, yay. Ein tollwütiger Werwolf mit einem Werwolfsfell, yay. Also das Fell hätten wir den... Ein tollwütiger Werwolf. Das ist geil irgendwie. Eine Frage an die ganz Schlauen unter den Zusehern. Ist ein tollwütiger Werwolf auch tollwütig, wenn er sich in einen Menschen zurückverwandelt? Eigentlich ja. Und der südöstliche Ausgang, so wie jetzt könnten wir den nordöstlichen... Felix, ich frage mich gerade, ob ein tollwütiger Werwolf ein lieber Werwolf ist. Also ob es so Minus mal Minus Plus ist. Stimmt. Und dann gehen wir weiter. Durch den südlichen Wald. So. Ja, ein tollwütiger Werwolf. Und nicht immer heißt es Minus, Minus mal Minus ergibt Plus. Eigentlich schon, aber trotzdem so. Sondern auch mal doppelt Minus, ne? Okay. Genau. So. Östlicher Brazilienwald, ja, die tollwütigen Werwölfe sind doppelt tödlich, ab und an. Doppelt tödlich, jawohl. Ja, doppelt tödlich. Eine Elfenwurzel, yay, und hier ist ja überhaupt kein Hinterhalt auf diesem großen Gelände, was überschaulich ist. Das ist eine Falle, das ist eine Falle. Ja, wieder mal ein lebender Baum. Hallo, wilder Waldgeist, ich hab dich überhaupt nicht erwartet. Der will jetzt wissen, was der andere dir geheimnisvoll abgebaut hat. Du hast ihn ja getötet. So, eine Elfenwurzel. Nach links, rechts weitere Ruinen. Und tollwütiger Werwolf. Hallöchen, mein Freund. Ich werde es tun. So, dann würde ich sagen... Nee, 2 Minuten haben wir noch. Sehr schön. So. Dass ich denn den Weg hier weitergehen werde, weil da geht's noch nicht weiter. Und Bäume. Lauter Bäume. Hallo. Baum, Baum. Ja, 3 Bäume. 3 Stück. Und ich bin wieder verwurzelt diesmal. Yay. Ja, meine Hauptfigur ist auch verwurzelt. Alistair, kannst du nicht mal irgendetwas machen? Sturmangriff. Das ist doch mal was. Ja, der ist auch verwurzelt. Sag mal, wollt ihr mich jetzt veralbern oder wie? Verwurzelt so. Und im Wald verwirrt. Warte mal, ich hab was durcheinander gebracht. Ja. Die befreien sich nach einer gewissen Zeit selber. Okay. Kannst du zaubern, ja? Na? Hallo? Ihr Ärsche, steht wieder auf. Hallo. Die sind verwurzelt. Nee, das geht nicht. Sind die tot? Der wurzelnde Baum ist tot. Aber deine Leute sind da. Denn das noch und den letzten Waldgeist. Sehr schön. Das haben wir wirklich gut gemacht. Der hat die Leute verwurzelt. Und die liegen? So. Ja, nee, die Bäume sind tot. Und ein Skelett. Mythals Segen aus Weißholz. Mythal, die große Beschützerin. So. Aber jetzt würde ich sagen, Moment. Da geht's denn so längs. Sehr schön. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle beende ich den Part wieder für heute. Das war's wieder mit Dragon Age Origins. Ich danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschaußen. Tschüss. Geht doch.